Grüße, liebe Zuschauer, mal wieder eine Videoproduktion in der Direktübertragung. Wir sind hier gerade in der DÜ und wir machen jetzt zusammen dieses Video mit, weiß ich gar nicht, 4.000, 5.000 Zuschauern. Ich finde es immer wieder gut, in der Direktübertragung ein Video zu machen. Es geht natürlich auch nochmal um die Corona-Zeit, ja? Aber nicht um Aya Velasquez oder ist das alles echt oder irgendwas, ja? Sondern das brauchen wir auch gar nicht, ja? Weil übrigens, es wurde, niemand hat bisher behauptet, dass die Dokumente falsch seien oder gefälscht seien oder vollkommen Unwahres drinsteht, das ist ja nur am Rande. Ja? Wir haben hier den Auszug oder die Überschrift hier, Süddeutsche Zeitung, RKI-Protokolle und wo ist jetzt der Skandal? Ja, wo ist der Skandal? Das ist die Frage. Man weiß es nicht. Ja? Was ist hier los? Auffällig ist, dass es direkt der Herr Lauterbach lobt. Ja? Ein weiterer sehr differenzierter Artikel von Christina Bernd. Das ist die, die übrigens auch Kindern die Impfung anempfohlen hat. Zu den RKI-Protokollen Wissenschaftsredakteurin in der Süddeutschen. Im Großen und Ganzen wurden die Empfehlungen des RKI natürlich beachtet. Das half uns vergleichsweise gut durch die Pandemie zu bringen. Das steht genau, das sagt genau das Gegenteil von dem, was in den RKI-Protokollen steht. Okay. Und jetzt schauen wir mal. Wo ist der Skandal? Dann seinen Frontspoiler verliert und einem flüchtenden Jugendlichen nahe kommt. Alter! Aus Sicht der Beamten ist es so gewesen, dass hier der Abstand gewahrt gewesen ist. Wir müssen dazu sagen, dass dieser Sachverhalt natürlich noch nachbereitet wird, insbesondere auch, weil der Funkstreifenwagen in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Der Flüchtende soll im Park zuvor mehrfach Leute umarmt haben. Oh, das geht natürlich gar nicht. Also da nimmt man auch durchaus in Kauf, dass der vielleicht sogar von dem Polizeiauto überfahren wird. Ja? Mehrfach melden die, haben die gemeldet. Ich will nur noch mal erinnern, wie irre das alles war. Ja? Das haben die gemeldet in irgendeiner lokalen Fernsehsendung. Es soll mehrere Menschen umarmt haben. Oh, oh, oh. Ja? Hier, wo ist eigentlich der Skandal? Ja? Wo ist er? Oh, man steht aber immer noch im gleichen Abstand und nimmt die Maske ab. Das ist ja, das ist kein Skandal. Wo ist der Skandal? Der Apfelesser von Frankfurt. Oh. Wir schließen einen Kompromiss. Sie essen den Apfel jetzt, aber bitte ja, nicht nur dran rumlutschen. Essen Sie ihn bitte. Sonst komme ich nämlich auf die Idee, dass Sie nur der Maskenpflicht entgehen wollen. Nein, nein, nein. Der unterliegen Sie definitiv. Nee, das hat so unheimliche Gründe, weil ich... Wir haben uns soweit verstanden, ne? Ich muss den essen, gut. Ich muss ihn auch langsam essen, aber ich esse den. Wir führen Sie irgendwo hin, wo Sie niemand gefährden und da können Sie Ihren Apfel dann essen. Der Mann steht mindestens 1,50 Meter, eher mehr, weit weg von jeder Person um ihn rum. Und da führen wir sie wohin, wo sie niemanden gefährden. Wo kann das sein? Ja, das muss man sich mal reinziehen. Sind d'accord. Gibt es eine neue Geschwindigkeit, um Äpfel zu essen? Wurde gerade festgelegt. Ich kriege jetzt eine Frist gesetzt. Hey, Moment mal, wer ist denn er bitte? Essen wurde gerade festgelegt. Ich kriege jetzt eine Frist gesetzt, um diesen Apfel zu essen. Ja, also Apfel-Essgeschwindigkeit hat da natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Das mache ich mal in klein. Wo ist der Skandal? War doch alles völlig normal und verhältnismäßig. Beruhigt euch mal wieder, Schwurbelpack. Ja, hier, bitteschön. Also wieder mal, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die halten den Zug an schon seit 15 Minuten. Jetzt laufen sie hier mit dem Zollstock durch die Gegend. Also, oh nee. Das ist betreute Demonstration, guckt euch das an. Es ist einfach nur noch abartig, das hat mit Freiheit und Demokratie nichts mehr zu tun. Es ist unglaublich, guckt euch das an. Also laufen wir hier durch die Gegend mit dem Zollstock. Mann, macht euch doch nicht lächerlich. Es geht um unsere Freiheit, Mann. Was soll denn das? Was soll das? Das gibt's doch nicht. Dass euch das nicht wehtut, das ist doch peinlich, Mann. Das ist sowas von peinlich. Also da muss ich mal sagen, ehrlich, da muss ich mal sagen, das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich ein Beispiel brauche
für den Spruch, der hat seine Selbstachtung, seine Ehre und seine Würde an der Garderobe abgegeben, dann bitteschön. Ja, die Herren in Uniform mit überdimensionierten Mikado-Stöckchen, die das ernsthaft gemacht haben. Ja, das muss man sich mal reinziehen. Ja, ist kein Skandal. Nein. Wo ist jetzt der Skandal? WDR. So könnte Weihnachten mit einem ungeimpften Familienmitglied aussehen. Drei erwachsene Geschwister, die alle verheiratet sind. Was? Und Kinder haben, wollen sich an den Feiertagen mit ihren Eltern treffen. Es sind alle Familienmitglieder, die älter als 13 sind, geimpft. Ist das kein Problem? Ist aber nur eine Person über 13 Jahre nicht geimpft, muss die Familie sich entscheiden. Ich lese es nicht weiter vor. Kein Skandal, einfach nur Balla Balla. Ja? Da brauche ich nichts mehr. Da brauche ich keine Files, da brauche ich keine Dokumente und keine Protokolle. Ja? Und bei dem brauche ich schon gar nichts mehr, außer vielleicht eine Brechtüte, ja? Wenn es ganz blöd läuft. Ja? Ich mach's groß. Ich mach's groß. Schaut euch das bitte an. Wegen nichts. Kinder niemals Pandemietreiber gewesen, niemals ansteckend, niemals irgendwie gefährlich für irgendjemanden, ja? Was ist das bitte für eine Frau? Ist es die Mutter oder was? Wie irre sind denn die Leute, ja? Echt, niemals, Leute, nichts davon, aber hey, wo ist eigentlich der Skandal? Ja, das ist die Frage. Ja, wo ist er denn, der Skandal, Herr Hendrik Wüst? NRW-Landtagssitzung Wüst, die aktuelle Situation haben Ungeimpfte verursacht. Genau das Gegenteil steht in den RKI-Protokollen, aber das brauche ich auch, wie gesagt, ich zitiere sie nur noch als weitere Unterfütterung, aber eigentlich ist uns das allen klar. Dann haben wir hier auch nicht schlecht, ja, ist kein Skandal, nein, da werden unbewaffnete, friedliche Leute, die niemanden irgendwie angreifen, oder er kriegt hier direkt die volle Ladung ins Gesicht. Hier, also wirklich das Herz allerliebst, ja. Ja, und nur auf den Liegenden, den man fixiert hat, dann noch schön in die Nieren reinballern, ja, und hier, der steht da einfach, ja. Nochmal ganz kurz, das sagen wir vielleicht mal groß, wie die Polizei hier bei ihm auch, das wollen wir doch nochmal uns genauer anschauen. Hier liegt er, ist fixiert. Und wenn er Pech hat, hat er noch Quarzhandschuhe an und ballert ihm. Hier, der steht einfach da. Er macht gar nichts. Ja, treten den zusammen. Ja, hier, die wird einfach zu Boden geschleudert. Da kannst du mal auch ganz schnell einen Schädelbruch irgendwie holen, wenn der Kopf nach hinten geschleudert wird. Hier, im Laufen. Ja, also gerade lustig ist, da wurden wahrscheinlich irgendwie die Parole ausgegeben, heute mal bitte Robustheit. Ja, einfach umgestoßen. Die haben gar nichts gemacht. Machen nichts. Ja, hier mit dem Knie, ja. Und er kriegt einfach eine Schelle, weil er einfach jetzt einfach Pech hatte und da steht, ja. Ihr hattet eure Chance, liebe Uninformierte. Du kriegst halt schon irgendwie wirklich, es ist schon wirklich abartig, wenn man diese Bilder sieht, ja. Ich will das Video wirklich auch deswegen machen, oder ich mache es deswegen, weil ich daran erinnern will. Auch ich vergesse da teilweise Sequenzen, ja, die ich dann erst beim Betrachten, wo ich mich dann wieder erinnere, ja, werden Leute einfach willkürlich rausgezogen und malträtiert, drangsaliert, gequält, getreten, geschlagen, misshandelt, ja, wegen gar nichts, ja, weder auf der Demo noch wegen irgendeiner Corona-Gefahr. Schaut euch das an, ja, ist eine schlechte Qualität, aber man will das gar nicht so scharf sehen, ja, wirklich, es ist einfach nur, aber wo ist der Skandal? Das ist die Frage, die die Süddeutsche und andere stellen, ja, wo ist der Skandal? Und wer diese Frage bei diesen Bildern und bei allen anderen, die ich hier in diesem Video zeige, noch stellt, der hat für mich wirklich, sagen wir, sein Menschsein, das kann man da durchaus mal in Frage stellen, ja, weiß ich nicht, also hier auch, super, und da auf dem Boden liegend, voll fixiert, der Mann kann nichts machen, der wehrt sich auch nicht, ja, sie prügeln einfach auf einen Wehrlosen, der hat seine Hände am Hinterkopf zusammen, das ist doch alles nur noch abartig, ja, deutsche Polizei, ihr habt euch hier endgültig entehrt, das war der Fahrradfahrer mit dem Grundgesetz, ja, hier, das ist das, was ein Polizist, hat keine Corona-Demos niedergeknüppelt. Florian Schroeder, oder wie der heißt, ich kenne den nur so flüchtig. Ja, es ist unglaublich.
Und es geht aber weiter. Das fand ich auch, das hat mich auch so massiv beeindruckt. Ja, negativ natürlich. Die Kinder wurden gequält, aber hey, wo ist der Skandal? Lufttankstelle. Hier kannst du mal kurz alleine stehen und deine Maske abnehmen. Achte darauf, dass niemand in deiner Nähe steht. Also mit anderen Worten, hier wird ja direkt impliziert, dass du mit Maske nicht genug Luft bekommst und hier ein Ort ist, wo man mal Luft richtig einatmen kann, ohne störende Bremse, die eh nichts brachte und bei Kindern schon mal gleich gar nicht, weil Kinder gar nicht die Gefährder waren und es auch keine Pandemie gab und es einfach alles gelogen und erstunken war und von daher die Frage, wo ist der Skandal, ist wirklich, also wo ist der Skandal? Marc Hanefeld ist ein Doktor, ich hatte einen Arzt, ja, also ein besonderer Vertreter seiner Zunft quasi. Ich hatte die Leute, die sich nicht impfen, als enthirnt bezeichnen und dafür jede Menge Hass abbekommen. Es tut mir leid, ich habe vergessen zu sagen, dass es darüber hinaus auch einfach nur asozial ist. Ja, genau. Also einen Skandal gab es nicht. Ich finde auch, es ist ein bisschen übertrieben. Bayerns Innenminister empfiehlt Impfkritikern das Versammlungsrecht entziehen. Der ist heute noch im Amt. Und also würde, will ich jetzt hier das in Verbindung mit dieser Geschichte nicht unbedingt zusammenbringen. Wo ist der Skandal? Markus Söder knallhart. Ohne Impfen keine Freiheit. Tja. Und ab 1. November... Wo ist der Skandal? Kein Lohn mehr für Ungeimpfte in Quarantäne, außer für Beamte. Die wollen wir uns doch bitte nicht verärgern, weil wenn die uns von der Fahne gehen, dann könnte es eng werden. Die Beamten lassen wir mal außen vor, die sind anders ungeimpft. Ja, irgendwie, aber Skandal, nee, jetzt übertreibt man nicht. Hier, schön. Wo ist der Skandal? Seid ihr irgendwie vollkommen enthirnt, habe ich gefragt. Ja? Wo ist der Skandal? Ja. Wer das überhaupt hier macht, ja, wer hier, irgendjemand muss ja diese Markierungen dahin geklebt haben oder da angebracht haben auf den Schulhof oder Kindergartenhof, ne, ist eine Schule, Schulkinder, Schulhof. Ist ganz schön gruselig, was so in Deutschland auch am pädagogischen Personal unterwegs ist, ehrlich gesagt. Wo ist der Skandal? Der Skandal, es ist so krass, ja, genauso wie, Boris Palmer plädiert für Beugehaft und Rentenkürzung für Ungeimpfte, ja natürlich, aber wo ist eigentlich der Skandal, weil Eltern ungeimpft sind, Krankenhäuser verweigern Kind die Behandlung, Leute, es ist hier nicht aus irgendeinem Horror, Roman, ja, den sich irgendjemand ausgedacht hat. Das ist alles passiert in den Jahren 20 bis 23. Ja. Hier sind wir im Februar 2022, da war eigentlich schon alles rum. Ungeimpft sind, Krankenhäuser verweigern. Ich meine, es war eh nie irgendwas nicht rum. Ja, nur um nochmal deutlich das zu kommunizieren. Krankenhäuser verweigern Kind die Behandlung. Ja, okay, dann haben wir hier Shoppen mit Bändchen. Zwei G-Kontrollen mit Bändchen. Wer das mitgemacht hat, oh, die Kirche. Ja, Freie Evangelische Gemeinde München Mitte. Auch Jesus sieht hier keinen Skandal. Ja, Sitzplatz nur für Geimpfte oder Genesene. Und hier Miriam Holstein, das ist irgendeine, weiß ich gar nicht, Schauspielerin oder... keine Ahnung, ich glaube, oder Medien oder was. Ja, jedenfalls komplett durchgeknallt. Jesus hätte sich impfen lassen. Ja, super. Ziemlich geil. Wo ist der Skandal? Sie gefährden uns alle. Steinmeier hat keine Geduld mehr mit Ungeimpften. Der Bräse hat irgendwie, ist not amused. Ja? Aber kein Skandal. Das war 12. November 21. Sie gefährden uns alle. Steinmeier hat keine Geduld mehr. Es ist passiert, Leute. Das sind hier keine Sachen, die ich irgendwie zusammengebastelt habe mit Photoshop oder irgendwas. Können die Menschen so blöd sein und sich nicht überlegen, was sie tun? Die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen Impfung. Und ich kann sagen, also sie sind wirklich zu prügeln, sind diese Menschen. Ja, also. Und dann passieren solche Dinge. Wir haben ja eben
Ja, und die Klatschhasen klatschen, was sie halt so tun, die Klatschhasen. Es ist ja schließlich auch ihr Job. Lustig, die NPCs, Kolja Barkhorn, wo ist denn da jetzt der Skandal bei den RKI-Files? Ja, kein bisschen skandalös, wenn Lauterbach Impfungen für Kinder ohne wissenschaftliche Grundlage durchdrücken will und das... Und obwohl das RKI sogar davor gewarnt hat, ist halt eine politische Abwägung. Solche Denkfürze können echt nur von kinderlosen Erwachsenen kommen. Zurzeit ist auch eine Boosterimpfung von Kindern aus ministerieller Sicht angedacht, obwohl dazu keine Empfehlung und teils keine Zulassung besteht. Wo ist denn der Skandal? Ja, also ihn, der erzählt irgendwas von Landkreise absperren. Real Tom hat da eine ganz gute Überschrift gefunden. Wo ist der Skandal, wenn geisteskranke Steinzeitkommunisten ihre totalitären Überwachungskonzepte zur besten Sendezeit im hauseigenen Staatskanal der ZK-Vorsitzenden ausbreiten können? Das ist nämlich Karin Mioska, damals noch bei den Tagesthemen. Und hier, das ist auch die menschliche Seite der erfundenen Pandemie, muss man schon mal sagen. Ja, Berlin-Obdachlose ohne 3G-Nachweis dürfen nicht mehr vor der Kälte auf Bahnsteigen Zuflucht suchen. Der Senat bedauert, die Entscheidung bleibt aber hart. Nochmal hinten eins mitgegeben. Ja, wir bedauern sie auch. Mit uns tut es doch am meisten weh. Ja, wir sind doch die am meisten drunter leiden. Aber leider, müssen wir hart bleiben, ja. Dabei ist es schon eine Frage, wieso Obdachlose überhaupt nicht irgendwelche anderen Angebote bekommen, als auf dem Bahnhof vor der Kälte zu flüchten. Ja. Wo ist der Skandal? Eine Diskriminierung von Ungeimpften ist ethisch gerechtfertigt. Aus ethischer Sicht spricht wenig gegen beide Varianten, indirekte oder sogar direkte Impfpflicht. Thomas Beschorner und Martin Kollmar. Ja. Das ist auch geil. Das ist Polizeiakademie Hamburg und da wissen wir dann, woher der Geist oder was das für ein Geist ist, der bei der Polizei herrscht. Wenn das bei den Vorgesetzten so ist, dann fragst du dich nicht mehr, warum es die Polizei macht. Das Fußvolk, die Infanteristen und die Gefreiten vorne an der Front. Jetzt gibt es aber viel Kritik daran, dass die Polizei derart passiv war, was die Querdenker angeht. Ah ja, das ist Hessischer Rundfunk. Also die Querdenker-Demos, da war die Polizei eher passiv. Interessante Interpretation. Ist da trotzdem polizeitaktisch vielleicht eine andere Herangehensweise geben müssen, die am Ende weniger Irritation oder Unverständnis auslöst? Naja, diese neue Demonstrationsklientel zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie durch ihre schiere Anwesenheit eine Gefahr darstellt. Und wenn erstmal 20... durch ihre schiere Anwesenheit, also wie so ein Atommüll, ja, der strahlt. Also einfach nur da sein, strahlt Gefahr aus. Ja, also die haben alle gestrahlt vielleicht oder haben die irgendwelches Gift versprüht oder man weiß es nicht. Ja, und der mit seinen Kopfhörern schaut auch relativ geil aus. Gut, weiter geht's. Oder auch 20.000 nicht. Menschen auf einem Platz sind, kann der Polizeiführer nur zwischen zwei Übeln wählen. Entweder die Gefahr dadurch zu erhöhen, dass er massiv vorgeht und damit Nähe erzeugt, oder die Gefahr so in diesem Format bestehen zu lassen, indem er nicht einschreitet. Wenn überhaupt, aber das ist Spekulation, könnte man überlegen, ob vielleicht im Vorfeld etwas besser gemacht werden kann, dass man die Anfahrtswege besser kontrolliert, dass man früher Menschen daran hindert, zu diesem Ort zu kommen. Aber wie gesagt, das muss in der Nachbereitung geschehen. Das sehe ich auch als... Also einfach daran hindern, eines seiner angeblich verfassungsrechtlich verbrieften Grundrechte mal irgendwie in Anspruch zu nehmen, wie versammeln. Jeder Deutsche hat das Recht, sich friedlich zu versammeln. Ja, aber das, nee, das wollen wir nicht. Wir hätten das im Vorfeld, die Anfahrtswege und so weiter. Ja, super. Wo ist jetzt dieser Skandal? Weihnachtsmarkt. Hier gilt die 2G-Regel. Wer auf den Weihnachtsmarkt Speisen oder Getränke zu sich nehmen möchte, muss zuvor die vollständige Impfung oder die Genesung nachweisen. Geilo! Jetzt wird es aber noch besser. Die Weitergabe an Personen, die weder geimpft oder genesen sind, ist nicht erlaubt. Du darfst also deine, Becher Glühwein oder irgendeine Fischsemmel nicht vom Weihnachtsmarkt runtergehen und irgendeinem armen Ungeimpften übergeben. Machst du die strafbar, ist nicht erlaubt. Ja? Und durch den Zaun schon mal gleich gar nicht. Also da fangen wir gar nicht an. Ja? Ungeimpfte sind Menschen zweiter...
bestenfalls Zweiter, eher Sechster, Siebter, Achter Klasse, irgendwie so. Wo ist der Skandal? Saskia Weißhaupt, die Grünen, die Taktik von den Querdenkern ist es, sich Stück für Stück die Straße zu erkämpfen. Polizei muss handeln und im Zweifelsfall Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Wir dürfen ihnen keinen Millimeter überlassen. Das war München 22.12. die große Demo. Ja, das sind die Grünen. Ja, super. Regierungswissenschaftler Drosten stützte Corona-Maßnahmen durch Nichtveröffentlichung eines kritischen Papiers. ARD, Faktenfinder und Süddeutsche versuchen vergeblich, den Skandal wegzuchecken. Weil die Überschrift und wo ist jetzt der Skandal wurde geändert. Es gibt da nichts zu verbergen. Ja, und hier haben wir, wenn es denn dann kommt, das war für mich eigentlich einer der widerwärtigsten Sprüche oder Tweets, seit ich auf Twitter bin und seit ich Twitter verfolge. Dr. Christian Gröner, der ist übrigens irgendwie verschwunden, kein Mensch weiß warum. Sex ist geil, aber ich habe heute Kinderimpfstoff bestellt. Das toppt fast alles. Ich meine, wie der Mann ausschaut, so habe ich mir immer die Leute vorgestellt, die irgendwie, weiß ich nicht, nicht so super normal sind. Also er denkt bei der Bestellung von Kinderimpfstoff an den Spruch, Sex ist geil. Das muss man sich nur nochmal irgendwie durchaus, weiß ich nicht, wie kommt man darauf? Ja, bisschen seltsam. Wo ist jetzt der Skandal, fragt Christina Bernd, das ist diese Wissenschaftsschreiberlinguise, ja, die hier einen Dreck absondert, dass dir der Helm kreist von der SZ zu den RKI-Protokollen. Nun, Christina, abgesehen davon, dass du höchstpersönlich unwissenschaftlichen Blödsinn breitgetreten hast während dieser Zeit, schon deine Fragestellung ist absurd, aber entlarvend. Denn wer war angeblich die Wissenschaft nebst Demokratie verteidigen? Denn wer angeblich die Wissenschaft nebst Demokratie verteidigen will, der müsste auch unterhalb der Skandalschwelle nach Fehlern im System suchen, denn sonst schafft er es ab. Kapierst du das in deiner Einfalt? Deine Überschrift hätte sein müssen, auch ich wurde getäuscht und dann im Text, ich habe mitgemacht, weil. Darauf warten die Leser. Und er hatte noch was Wichtiges geschrieben. Der Text ist nicht verlinkt, weil ich der SZ gratis keine zusätzlichen Klicks vermitteln werde und weil er vorsichtshalber hinter der Bezahlschranke gelassen wurde. Macht das bitte nicht. Keine Klicks in den Main, keine direkten Verweise in den Mainstream. Ja? Ihr verschafft ihnen einfach Besucher, indem eure Leser oder die es lesen, möglicherweise auch anklicken und ihr die Seiten damit auch stärkt, weil jeder Besucher zählt. Jeder Besuch zählt, jeder Aufenthalt auf der Netzseite zählt, wird sekundengenau gemessen, wie lange du da bist, was du dir anschaust, wo du rausspringst, auf welcher Seite und so weiter. Also gar nicht auf die Seite gehen am besten. Ja? Es steht 80-90% Dreck drin. Hier, Ethikrat, wo ist der Skandal? Knallharte Ansage von Ethikrat-Professor, impfen lassen oder auf Beatmung verzichten. Ja, schön. Oder auf Beatmung verzichten. Ja. Das ist eigentlich pro Impfgegner und die nicht geimpft sind, weil Beatmung ist, da sind einige und nicht wenige daran gestorben. Ja. Und andere, die nicht beatmet wurden, haben es überlebt. Nur mal so. Also das ist ein bisschen eine leere Drohung. Und hier haben wir nochmal, es ist ein Kult, ein Hosentaschenkult. Das ist vom 31. Oktober 2021. Wo ist der Skandal, sagt man heute. Von ihm selber, Berliner Hedonist, jeder Krankenhaushygieniker lacht sich bei diesem Video kaputt. Evidenzfreie Politik. Faktenfrei. Übrigens, diese Operettensoldaten haben auch alle Maske. Jetzt hat sie draußen, wir sind draußen, das ist glaube ich bei der EU, draußen trägt sie eine Maske, sie geht rein und was tut sie? Sie nimmt die Maske ab. Und was macht sie mit der Maske? Steckt sie sich hygienisch in die Hosentasche? Jetzt kommt mal Krönchen. Ja? Erstmal darauf achten, dass alles soweit okay ist. Am Anzug passt schon irgendwie. Auch außerhalb des Gebäudes an der frischen Luft. Niemand steht bei ihm mit Maske. Dann geht er rein. Macht noch loyal den hier, er unterhält sich mit diesem Diener quasi und dann ist es vorbei oder was?
Und hier, da steckt es übrigens auch in die Hosentasche. Ah ne, hier haben wir nochmal, da könnt ihr auch gerne nochmal drauf gehen. Skandal. Ah, jetzt geht's weiter. Stockte kurz, Moment, dann machen wir das noch zum Schluss. Na, es war das Ende, alles klar. Hier Skandal auf Twitter und da seht ihr, daraus habe ich das nämlich auch rausgezogen, da habe ich nur die ersten nehmen müssen, ja, seht ihr selber, ja, da hätte ich gar nicht jetzt hier großartig alles, hier, keine Luft bekommen hast, super, ja, so, ja, liebe Zuschauer, ich wollte es nur noch mal so ein bisschen auffrischen, die Erinnerung und RKI-Files hin oder her, ja, keiner weiß, das heißt nicht keiner, aber ich weiß es nicht, was jetzt da vielleicht irgendwie nicht so war oder so reingeschrieben wurde, ob die echt sind. Es gibt Erklärungen, die durchaus plausibel sind von Aya Velasquez. Gibt Vorwürfe, das kann man auch machen, ja, aber das sollten dann nicht im wahrsten Sinne des Wortes unter die Gürtellinie gehen, so sage ich es mal. Und hier, das ganze Land wird in der Geiselhaft dieser Menschen sein, ja. Wo ist der Skandal? Das war die Frage in diesem Video und ihr könnt euch selber ein Urteil bilden. Und ich sage nur, wir vergessen nicht, ja, und ich werde einfach nicht müde, ja, im Gegenteil. Also jetzt geht es ja erst richtig los, ja, kann man sagen. Hier die Realität, die sich damals für uns alle so dargestellt hat und so war, ja, nochmal in Erinnerung zu rufen. Und da brauche ich keine RKI-Protokolle übrigens, ja, da muss ich mir nur anschauen, das Video, dann sehe ich das Unrecht, was da gelaufen ist, wirklich echtes, knallhartes Unrecht und was da für Aussagen getroffen wurden, wie zum Beispiel von dem Polizeifreckel, der sagt, naja, dann hätten wir Leute halt hindern müssen, zur Demo zu gehen, sprich, also wir scheißen auf die Verfassung irgendwie, weil es ist eh alles egal. Irgendwie so. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, abonnieren, liken, teilen, kommentieren und wenn ihr Lust habt und was übrig habt und denkt, ja, das hat er verdient, dann könnt ihr uns auch finanziell unterstützen auf Ko-fi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung. Vielen Dank fürs Zugucken und Grüße an meine lieben Zuschauer hier in der Direktübertragung und an mein Team und alle Mitstreiter, die hier aufs Wesentliche konzentrieren, ja, was war denn da eigentlich damals und nicht hier irgendwie anfangen, jetzt bei den RKI-Protokollen da irgendwie, weiß ich nicht, sich wichtig zu machen, vielleicht ihre narzisstische Kränkung zu verarbeiten, dass nicht sie es waren, die diese Protokolle veröffentlicht haben oder aus anderen, meist niederen Beweggründen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, macht es gut, bis zum nächsten Mal.